und herzlich willkommen zum nächsten Video. Wie die meisten von euch gestern sicherlich schon mitbekommen haben, habe ich einfach mal aus zwei alten Krümmern was zusammengeschweißt, sodass man zwei Auspuffer an einem Zylinder fahren kann. Das Ganze ist mal wieder so eine sinnlose Idee, es ist auch nicht wirklich sauber verarbeitet oder wenn wir ehrlich sind, einfach zwei uralte Krümmer zusammengebraten, aber irgendwas muss man bei dem Scheißwetter ja machen. Da es sich mehrfach von euch gewünscht wurde, fahren wir damit jetzt mal eine kleine Runde und machen damit anschließend auch eine Leistungsmessung. Mit einer Leistungssteigerung ist mit zwei Auspuffanlagen am originalen 50 Kubikzylinder natürlich nicht zu rechnen, aber schauen wir mal, wie sich das Ganze nun fahren lässt. Man merkt hier schon, dass der Durchzug etwas schlechter ist, aber ich denke, das Ganze hält sich in Grenzen. Als nächstes beschleunigen wir wieder alle vier Gänge voll durch und schauen uns an, wie es mit der Höchstgeschwindigkeit aussieht. km/h sind natürlich nicht so der Wahnsinn, aber es war auch leicht Gegenwind. Also fahren wir nochmal in die andere Richtung und schauen uns an, wie es mit etwas Rückenwind aussieht. Mit etwas Rückenwind wurden hier GPS-gemessene 67 km/h erreicht. Vom Fahrgefühl her ist der Doppelauspuff zwar im Durchzug etwas schlechter, scheint aber oben raus etwas freier zu überdrehen als die normale Anlage.
Jetzt aber nichts wie auf dem Prüfstand zur Leistungsmessung, denn wie der Doppelauswurf sich dort so schlägt, hat euch ja alle interessiert. Ich war hier selber mal gespannt, ob sich mein beim Fahren gewonnener Eindruck auf dem Prüfstand bestätigen lässt. Als Vergleichswert habe ich hier mal die letzte Leistungskurve mit dem Sachsen-Moped-Krümmer mit reingeladen. Mit dem Doppelauspuff erreichen wir eine Radleistung von 3,1 PS bei 5800 Umdrehungen und ein Drehmoment von 3,9 Newtonmeter. Anhand der blauen Leistungskurve sieht man hier schon, dass der Doppelauspuff über das komplette Drehzahlband um einiges schlechter funktioniert als der normale. Einzig im Überdrehverhalten ab einer Drehzahl von 7000 Umdrehungen hat der Doppelauspuff hier minimale Vorteile. Das Ganze war natürlich auch nicht als wirkliche Tuning-Maßnahme gedacht, wie bereits erwähnt, war es mehr so eine spontane Sinnlosaktion, ich fand es trotzdem cool, dass euch das Thema so interessiert hat. Man könnte jetzt natürlich noch probieren, beispielsweise links ein AOA zu verbauen, auf der rechten Seite einen Reso, aber ob das wirklich Sinn macht, ist halt die Frage. Ich werde den Doppelkrümmer einfach mal behalten und wenn mal wieder so ein Sauwetter sein sollte, kann man da vielleicht noch was testen. Das war's dann vorerst zu diesem Thema. Nochmals vielen Dank für euer Interesse daran und bis zum nächsten Mal.